Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Zilavi, sehr geehrte Frau Präsidentin Knobloch, sehr geehrter Herr Präsident Tumpel, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Sie jetzt noch kurz vertrösten, Herr Herbert kommt bald dran, aber ich muss doch einige Worte noch zur Konzeption dieser Tagung verlieren. In der öffentlichen Debatte war das Thema NS-Zwangsarbeit in den letzten Jahren sehr eng mit der Frage der Entschädigung von Überlebenden jener mindestens 10 Millionen ausländischen Staatsangehörigen verbunden, die ins Deutsche Reich zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, davon 1 Million auf österreichisches Gebiet. Im Zuge der Entschädigungsdebatte ist immer wieder die Frage nach den unterschiedlichen Bedingungen gestellt worden, unter denen verschiedene Nationalitäten und von den Nationalsozialisten geschaffene Kategorien von Menschen Zwangsarbeit leisten mussten. Nicht zuletzt wurde die Höhe der Zahlungen an diese unterschiedlich schweren Arbeitsverhältnisse geknüpft. Deutlich wurde dabei noch einmal, dass von den verschiedenen Gruppen ziviler Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangener und KZ-Häftlinge die Situation der Juden und Jüdinnen sich dadurch von fast allen anderen Gruppen abhob, dass ihre ökonomische Ausbeutung spätestens ab Herbst 1941 unmittelbar mit der nationalsozialistischen, als Endlösung der Judenfrage bezeichneten, rassistisch motivierten Massenvernichtung verschränkt war. Die symbolischen Entschädigungsleistungen, die Deutschland und Österreich geleistet haben und leisten, beziehen sich auf die überlebenden Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen des Jahres 1945. Nur eine verschwindende Minderheit der jüdischen Frauen und Männer, die für Deutschland Zwangsarbeit zu verrichten hatten, sind der Massenvernichtung entkommen und somit auch Adressaten dieser Zahlungen. Wir haben diese Tagung nicht zuletzt auf diesen Umstand fokussiert, da unseres Erachtens in der Debatte um die Zwangsarbeiterentschädigung, zumindest kann man das für Österreich sagen, zu kurz gekommen ist. Mehrere Beiträge dieser Tagung werden sich mit der Beziehung von Judenverfolgung und Zwangsarbeit in den vom nationalsozialistischen Deutschland besetzten Gebieten Osteuropas beschäftigen. Im Besonderen mit der eng damit verbundenen Ghettoisierungspolitik im Spannungsfeld zwischen Vernichtungswillen, Arbeitsausbeutung und der trügerischen Hoffnung der Opfer, durch ihre Arbeitsleistung unentbehrlich zu sein und damit der Vernichtung zu entgehen. Die Frage von Arbeit und Vernichtung bezieht sich aber nicht allein auf die jüdische Bevölkerung Europas und es war nicht die erste Gruppe von Menschen, auf die die nationalsozialistische Tötungspolitik zielte. Vor dem Hintergrund der Herstellung einer deutschen, in rassischen Kategorien gedachten Volksgemeinschaft, in der Leistung und Arbeitsfähigkeit wichtige Abgrenzungskategorien waren, wurde mit Kriegsbeginn die Tötung von kranken und behinderten Menschen unter der Kategorie von lebensunwert in den Euthanasie-Tötungsanstalten in Gang gesetzt. Der mit dem Begriff der Volksgemeinschaft ebenfalls eng verbundene Begriff der Asozialität erlaubte den deutschen Behörden ein Vorgehen gegen am Rande der Gesellschaft stehende Gruppen, die bei deren Einweisung in die Konzentrationslager ab Ende der 1930er Jahren nicht stehen blieb. Sinti und Roma wurden in der fatalen Verknüpfung von Asozialitäts-, Kriminalitäts- und rassischen Definitionen ab Ende 1941 auch Ziel nationalsozialistischer Tötungspolitik gemeinsam mit dem Massenmord an der jüdischen Bevölkerung. Beides, Euthanasiemorde wie der Massenmord an den Sinti und Roma, werden im Rahmen dieser Tagung zur Sprache kommen. Ein erheblicher Teil des deutschen wie des österreichischen Personals, das in den Euthanasie-Tötungsanstalten wie Hartheim die Morde durchführte, wurde ab Ende 1941 in die Vernichtungslager nach Polen versetzt, um die Tötung der Juden sowie der Sinti und Roma zu bewerkstelligen. Wie und wie schnell Menschen dazu gebracht werden können zu töten, wenn Töten in Kategorien von Arbeit begriffen wird, wird ein weiterer wichtiger auf dieser Tagung zu erörternder Aspekt sein. Dass der nationalsozialistische Massenmord kollektiv wie arbeitsteilig durchgeführt wurde,
wirft Fragen nach geschlechtsspezifischen Formen der Involvierung deutschen Besatzungspersonals auf, die am Beispiel der mit der Vernichtungspolitik verschränkten Germanisierungspolitik in Polen diskutiert werden wird. Ebenfalls zur Diskussion stehen wird die immer wieder aufgeworfene Frage nach der Interessenslage, Rolle und Verantwortung der deutschen Industrie, die Gewöhnung an Zwang, Gewalt und Mord im Produktionsalltag. Vor dem Hintergrund der jüngst zugespitzt vorgebrachten These vom Volksstaat, in der die gesamte deutsche Gesellschaft als Profiteur der Ausbeutungs- und Vernichtungspolitik in den Vordergrund gerückt wurde. Ein Thema war uns für diese Tagung besonders wichtig, weil es, um noch einmal auf die Zwangsarbeiterentschädigung zurückzukommen, dort fast völlig ausgeblendet wurde. Ich meine das viel zu wenig bekannte Verhungernlassen von Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen im deutschen Gewahrsam im Herbst und Winter 1941 vor dem Hintergrund der NS-internen Diskussion um ihre mögliche Arbeitsausbeutung und dem gegen die Sowjetunion geführten Vernichtungskrieg. Wie ideologisiert die Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen war, zeigt aber auch ihr Schicksal, nachdem ihre Arbeitsausbeutung bereits beschlossene Sache war. Von 23.000 Kriegsgefangenen, die auf österreichischem Territorium insgesamt zwischen 1939 und 1945 umkamen, waren über 22.000 sowjetische Kriegsgefangene. Kriegsgefangene wurden in Deutschland und in Österreich mit völkerrechtlichen Argumenten aus der Entschädigungsfrage ausgeklammert. Politischer Hintergrund war aber da wie dort auch die Angst vor einer öffentlichen Debatte über die Behandlung von Angehörigen der deutschen Wehrmacht in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Der angeführte massenhafte Tod der sowjetischen Kriegsgefangenen auch auf österreichischem Gebiet verweist darauf, dass das Massensterben nicht nur irgendwo im Osten stattfand, sondern auch direkt hier vor Ort. Die Umstände der Zwangsarbeit und die Todesmärsche ungarischer Juden in Ostösterreich in der Endphase des Krieges werden ein weiteres Thema sein, das die Frage von Arbeit und Vernichtung als unmittelbar österreichische Geschichte verdeutlichen werden. Der Abschluss der Tagung wird den visuellen Erinnerungen an Arbeit und Vernichtung im Spielfilm gewidmet sein und damit in einer zentralen Agentur der Schaffung kollektiver Erinnerung. Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, in der für eine internationalen Tagung kurzen Zeit so viele renommierte Historiker und Historikerinnen zur Teilnahme an dieser Konferenz zu gewinnen. Das geht nicht ohne intensive Arbeit im Hintergrund. Ich möchte mich bei dem Gastgeber Arbeiterkammer, insbesondere bei Präsidenten Tumpel bedanken, für die Kooperation bei Brigitte Peller und Sabine Lichtenberger, auch für die Projektleitung, bei Andrea Feichtner und Katharina Bösch von Section A für die organisatorische Abwicklung und nicht zuletzt bei meinem Kollegen Ingo Zechner für die gute inhaltliche Zusammenarbeit. Ich habe nun die Ehre und große Freude, Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorzustellen. Ulrich Herbert ist Professor am Historischen Seminar der Universität Freiburg im Breisgau. Er war von 1980 bis 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Hochschulassistent an den Universitäten Essen und Hagen, danach Direktor der Forschungsstelle für die Geschichte des Nationalsozialismus Hamburg und ist seit 1995 in Freiburg. Herbert ist Träger des renommierten Leibniz-Preises der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ist seit 2001 Mitglied des Wissenschaftsrates. Seine Forschungsschwerpunkte bewegen sich auf den Feldern deutscher und europäischer Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, der Holocaustforschung, der Migrationsforschung. Viele seiner Forschungen und Publikationen sind eng mit dem Thema dieser Tagung verbunden. Ein sozusagen auslösendes Werk, das grundlegend dann auch für die viel, viel später einsetzende Debatte um die Entschädigung von Zwangsarbeiter werden sollte, ist sein Buch über Fremdarbeiter, Politik und Praxis des Ausländereinsatzes in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, das 1985 erschienen ist. Damals, glaube ich, war nicht klar, dass 15 Jahre später noch einmal eine Diskussion über dieses Thema würde stattfinden. Herbert hat in der Folge viele weitere Bücher zum Thema der Zwangsarbeit verfasst. Ich möchte sie nicht aufzählen, ich möchte ein anderes wichtiges Werk erwähnen, weil es die Täterseite zentral beleuchtet. Die biografische Studie über Werner Best, genannt biografische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft,
Best war sowohl eine Schlüsselfigur für den Holocaust als auch für die Verteidigungsstrategien, die Koordinierung der Verteidigungsstrategien in der deutschen Nachkriegsgesellschaft und ist eine äußerst spannende Studie zum Verständnis der nationalsozialistischen Weltanschauung und des sozusagen der Nachgeschichte und der Nachwirkungen dieser Zeit. Erwähnen möchte ich noch seine Arbeiten über die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Hier sind umfangreiche gemeinsame von Christoph Diekmann, weitere Bände über nationalistische Vernichtungspolitik. Ich werde das nicht alles aufsehen. Sie sehen aber, dass wir hier sozusagen mitten im Thema sind. Es freut mich daher ganz besonders, dass wir trotz seiner vielen Verpflichtungen für die Eröffnung dieser Tagung gewinnen konnten. Ich darf noch dazu sagen, dass nach dem Vortrag kurze Zeit zur Verfügung steht für Nachfragen und Diskussionen. Er hat sich bereit erklärt, dazu das zu machen und ich darf dich jetzt bitten, ans Podium zu kommen.